Die EZB hat entschieden und die Zinsen für den Euro sind gesenkt. Wie geht es denn jetzt also in der kommenden Woche mit dem Dollar weiter? Das ist ja die große Frage, die jetzt im Raum steht und natürlich verbunden damit die Frage, was bedeutet das im Endeffekt für die Märkte? Inwieweit sind Reaktionen schon vorweggenommen worden und was könnte uns als nächstes erwarten? Der Frage werden wir jetzt nachgehen und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin wieder da, ich begrüße Sie ganz herzlich, ja, weiterhin aus Bangkok. Ich bin ja ganze Zeit hier. Wie gesagt, ich bin ja gerade vor rund einer Woche hier angekommen in Bangkok und habe mich schon so ein bisschen durch die ganzen Straßenstände gefuttert und war in dem einen oder anderen, ja, All-You-Can-Eat-Buffet-Restaurant, so, na, also heißt er hier Buffet oder Buffet, wie auch immer. Auf jeden Fall kann man hier ganz wunderbar essen. Jetzt wundern Sie sich vielleicht, wie schaffe ich es denn immer noch so einigermaßen schlank auszusehen? Die Frage stelle ich mir auch. Aber so weit will ich jetzt gar nicht gehen. Ich hatte auch wirklich eine ganz aktive Zeit hier mit den Kollegen Rüdiger Born, mit dem habe ich mich immer wieder mal getroffen, war gerade zufälligerweise in Frankfurt, nicht in Frankfurt, in Bangkok. Nächstes Mal dann in Frankfurt auf der World of Trading, um da die Kurve zu kriegen. Markus Gabel ist gerade hier. Also es macht Spaß, sich dann dementsprechend auch mal zusammenzusetzen, einfach sich zu unterhalten, vielleicht mal ein Video aufzunehmen und einfach mal, naja, die Freundschaften zu pflegen, die im Kollegenkreis als Trader, und das kann ich immer wieder nur betonen, halt dann auch entstehen und die man eben nicht nur vor Ort, sondern ja, überall mal dann pflegen kann, wenn man halt ein bisschen unterwegs ist. Das rate ich Ihnen oder das kann ich Ihnen entsprechend empfehlen, auch immer auch Kontakte zu knüpfen, wie gesagt. Es macht einfach Spaß, wenn man sich so ein bisschen vernetzt und halt überall auf gleichgesinnte Freunde und Menschen dann dementsprechend trifft. Also das mal so am Rande. Und damit lassen wir uns direkt mal in die Zahlen reingehen. Die wichtigsten Termine in der vergangenen Woche war auf der einen Seite der Verbraucherpreisindex, der VPI aus den USA, der auf 2,5% gesunken ist, also die Inflationsrate in den USA von 2,9 auf 2,5 runter. Und sicherlich auch weiter wichtig, vor allem für die Eurozone, die Zinsentscheidung der EZB, die um 0,25 Prozentpunkte für die Einlagefazilität und um 0,6 Prozentpunkte dann insgesamt die Zinsentscheidung, die dann halt den Leitzins runtergebracht hat. Das ist, wie gesagt, von 4,25 auf 3,65 und von 3,75 auf 3,5 ist es gegangen. Ja, was bedeutet das im Endeffekt? Das heißt natürlich, dass der Euro sich verbilligt, das liegt auf der Hand. Ja, wer Kredite aufnimmt, der muss eben nicht mehr so wahnsinnig viel dafür zahlen wie vorher, wobei das immer noch im Vergleich zum historischen Wert, den wir mal hatten, ja, deutlich zweistellig, was immer noch sicherlich okay ist, aber natürlich darf es immer, gerade wenn man Schulden macht, etwas billiger geschehen. Ja, und das könnte natürlich so eine Sache sein, wo man dann den Unternehmen auch zutraut, erstens mehr zu investieren. Dazu muss natürlich auch das gesamtwirtschaftliche Umfeld passen, muss man auch ganz klar sagen. Und wenn man eben investiert, dann ist der Schuldendienst nicht so teuer. Das heißt, die Gewinne, die entstehen, die sind dann dementsprechend größer, oder weil der Schuldendienst natürlich geringer ist, den man davon abziehen muss. So, und diese ganzen Punkte kommen eben zusammen. Es stellt sich auch die Frage, Inflation runter, ist das tatsächlich so nachhaltig? Zinsen runter, wird eben das Geld tatsächlich investiert in die Unternehmen oder fließt das einfach nur wieder in die Märkte rein, um die Blase weiter aufzupumpen, na, welche auch immer das dann gerade sein mag. Das ist die Frage, die natürlich dann im Raum steht. Klar wird dann auch das Geld zur Spekulation genommen, das sehen wir an den Aktienmärkten, dann kann man sich mal Immobilien anschauen, was dann damit passiert. Man darf sich auf Krypto achten, Rohstoffe, Gold, darauf darf man mal schauen. Ja, also all diese Punkte kommen dann natürlich zum Tragen, weil in solche Assets das Geld dann sicherlich auch mit reinfließt. Ja, und dann ist die Frage, also was heißt das für uns dann dementsprechend in den Märkten, in den Aktienmärkten, was heißt das aktuell für den DAX? Ja, glaube ich, relativ klar und deutlich, da ging es nämlich aktuell wieder hoch. Können wir anschauen, was das auch bedeutet dann für die Zukunft oder für die nächsten Tage zumindest. Und das Gleiche kann man, denke ich, auch erwarten dann für die US-Märkte. Denn in der kommenden Woche, oder jetzt in den kommenden Tagen vielmehr, geht es am Mittwoch in die Zinsentscheidung der Fed. Hier wird erwartet, von 5,5 auf 5,25 entsprechend zurückzugehen. Endlich mal, wurde ja wirklich lange, lange, lange drüber geredet, nicht zuletzt auch von mir. Und ich kann es selber kaum noch hören und Ihnen geht es wahrscheinlich genauso, dass das eigentlich das entscheidende Event ist und alles andere, was drumherum passiert, mehr oder weniger hinten überfällt
oder irgendwie so in die Richtung Zinssenkung interpretiert wird, weil das das eben ist, was der Markt will, erwartet, braucht und auch haben will. Und dann wird das wahrscheinlich auch kriegen. Ja, also ich glaube, darauf können wir uns hier schon mal so festlegen. Alles andere wäre eine Überraschung. Und auch, wir haben uns beim letzten bei Fast and Forex mit dem FedWatch Tool auseinandergesetzt. Und da war ja schon die überwiegende Mehrheit der Meinung, dass es eben tatsächlich auf die 5,25 kommt. Und das sehen wir eben hier auch als Prognose festgeschrieben. Und da wäre es natürlich eine deutliche Überraschung, wenn es ein bisschen runtergeht, ja, von 5,5 auf 5,0 vielleicht. Das würde nämlich bedeuten, dass die Märkte das noch nicht eingepreist haben. Das könnte ein Feuerwerk in den Märkten nach sich ziehen. Wie nachhaltig das ist, das haben wir dahingestellt, denn Sie wissen das, politische Börsen und so weiter und so fort haben ja kurze Beine. Nichtsdestotrotz darf man sich darauf natürlich auch einstellen. Deshalb Vorsicht halt hier wirklich eher mit Short-Positionen, das kann ich dazu schon mal ganz, ganz klar sagen. Jetzt hier zu vorschnell zu handeln, warten wir lieber mal ab, was der Markt dann immer daraus macht. Ne, dann ergeben sich auch wieder neue Bewegungen, mit denen man dann was Vernünftiges anfangen kann. Das ist die eine Geschichte. Die andere Sache ist, wenn jetzt alles so ist wie geplant, dann darf man eben auch davon ausgehen, dass es einigermaßen ruhig dann auch verarbeitet wird, weil es eh schon eingepreist ist. Und damit auch die Überraschung wiederum wegfällt. Ja, und damit haben wir im Endeffekt diese Szenarien für die kommenden Tage auch so auf dem Tisch liegen. Ansonsten, was gibt es noch? Es gibt noch die Verbraucherpreise, die Inflationsrate aus der Eurozone, auch am Mittwoch auf 2,2% wird hier jetzt erwartet, soll die Inflationsrate fallen von 2,6, was schon ein ordentlicher Schritt ist, offen gesagt. Aber am Ende, jetzt ein paar Tage nach der Zinsentscheidung der EZB, sollte das jetzt nicht wirklich ausschlaggebend sein, weil die Zinsen ja eh schon wieder runtergegangen sind. Heißt also eigentlich mehr oder weniger Non-Event, der dann wahrscheinlich eher wohlwollend zur Kenntnis genommen wird, mehr aber auch nicht. Ja, und dann sehe ich auch nochmal interessant im Grundsatz die Erstanträge Arbeitslosenhilfe für die USA, wo man einfach nochmal den Puls auf den Gesundheitszustand der Wirtschaft legt. Aber offen gesagt, einen Tag nach der Zinssenkung, der erwarteten Zinssenkung, also der Zinsentscheidung der Fed, ist das sicherlich auch nicht mehr so ausschlaggebend, denn bis zur nächsten Zinssenkungsfantasiesitzung der Fed vergeht eh noch genug Zeit, kommen noch genug Daten und Zahlen auf den Tisch, sodass das unmittelbar danach veröffentlichte sicherlich eher auch Peanuts und Non-Events dann sind. Ich bemühe noch mal den Begriff Peanuts hier aus guter Absicht, weil es natürlich einfach, um deutlich zu machen, es ist im Endeffekt jetzt nicht so wahnsinnig interessant dann für den Markt. Das zumindest ist das, wovon ich ausgehe. Darf man also eigentlich auf den Mittwoch gespannt sein und ansonsten einfach schauen, was der Markt dann mit den Zahlen so anstellt. Ja, und dann können wir jetzt direkt in die Charts gehen und uns mal anschauen, wo wir aktuell stehen. Und da sind wir beim FDAX, wir sind DAX Future und die Quälerei hier am Vierfach-Top, ja, in der Range geht weiter. Bei der letzten Marktwoche bin ich noch davon ausgegangen, ausgehend von dieser roten Kerze, ja, die auch ein Bearish Engulfing ist, verbunden mit dem Vierfach-Top, dass es eigentlich prädestiniert wäre, dass der DAX prädestiniert wäre, runterzufallen, zumindest mal in den Gesamtbereich von, na, was haben wir hier, rund 17.650 Punkten, 17.600 Punkte, sowas in dem Dreh. Eigentlich relativ gut nachvollziehbar und jetzt ist es eben so, wie es auch manchmal dann kommt. Ja, das wurde auch ausgelöst, die Idee, heißt also, das Signal ist schon gültig. Nichtsdestotrotz ist der DAX wieder hochgelaufen. Das ist natürlich weniger spaßig zugegebenermaßen, aber noch ist ja auch nichts passiert. Ja, woran liegt das? Es liegt natürlich auch daran, dass jetzt die EZB die Zinsen gesenkt hat. Ja, der Euro wird wieder verfügbar, das heißt, die Wirtschaft hat mehr Möglichkeiten, entsprechende Kredite aufzunehmen zu günstigeren Bedingungen, um zu investieren. Ob das dann jetzt aktuell führt, gerade für den DAX, zur Wirtschaftslage, passt das dann nochmal dahingestellt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite darf man natürlich auch nicht vergessen, selbst wenn, ne, die Firmenzentrale in Deutschland ist und da eben die Ergebnisse ausgewiesen werden, heißt es noch lange nicht, dass dann auch in Deutschland investiert wird, sondern es kann ja auch in die Fabrik in sonst wo investiert werden oder in die Sanierung der Ladengeschäfte in Singapur von Adidas als Beispiel. Ja, ich glaube, Sie wissen, worauf ich hinaus will. Also das heißt, die Unternehmen, gerade die großen Spieler, sind ja eh global unterwegs und dann kann man trotzdem sich natürlich in Euro verschulden
und woanders halt entsprechend investieren. Also das sollte jetzt nicht das größte Hindernis sein. Dementsprechend sind natürlich auch die Wirtschaftszahlen, die wir aus Deutschland sehen, für die Unternehmen im DAX, zumindest für einen Großteil der Unternehmen, jetzt weniger ausschlaggebend als für denjenigen, der eben im Mittelstand arbeitet und im Endeffekt seinen Firmeninhaber immer wieder kopfschüttelnd durch die Gänge laufen sieht. Ja, also das muss man sich auch immer wieder ganz klar vor Augen führen. Ja, was bedeutet das im Endeffekt jetzt für den weiteren Verlauf? Wir sind im überkauften Bereich mit der Tendenz mal kurz zu drehen, die aber wieder abgewehrt wurde. Wir haben das Verkaufssignal auch ausgelöst, sind jetzt wieder hochgelaufen und ich bin momentan zumindest, ja, und da kann man offen gesagt, ich kann es ja nicht ändern, ich muss meinen Mantel, mein Fähnchen wieder mit dem Wind richten. Ich bin skeptisch, dass es jetzt hier wirklich massiv nach oben läuft. Also das müsste, ja, was müsste dazu passieren? Die Fed müsste deutlich überraschen. Ich kann mir vorstellen, dass es noch ein bisschen hochläuft, aber man darf nicht vergessen, dieses Vierfach-Top, dieser massive Widerstand, der ja schon seit März 2024 besteht, der hat eine gewisse Wirkung. Ich stelle mir am ehesten vor, das ist das für mich im momentan Ideale, dass wir uns sehr, sehr eng seitwärts bewegen. Idealerweise allerdings, muss man auch ganz klar sagen, für eine relativ kurze Zeit. Was bedeutet das nun für den weiteren Verlauf? Also nochmal, ich gehe davon aus, dass der DAX jetzt noch ein bisschen Raum nach oben hat. Ob es tatsächlich jetzt für das Allzeithoch das nächste reicht, das wird sich zeigen. Das mag von der Fed beflügelt werden. Man muss aber auch wirklich aufpassen, dass es nicht zum Fehlausbruch kommt und dann der DAX nochmal aber noch runterläuft. Das ist so das, was ich mir am ehesten vorstellen kann. Von daher, ja, es mag ja nochmal ein bisschen raufgehen. Ja, es mag nochmal in Richtung Allzeithoch gehen. Aber ich wäre sehr, sehr, sehr vorsichtig, hier jetzt wirklich schon in Euphorie zu verfallen. Denn wie gesagt, das Ganze mag sich kurzfristig auch abspielen. Der Markt wird sich sicherlich dann irgendwann entscheiden. Aber ich bin jetzt eher skeptisch, dass es in der kommenden Woche ist, denn das muss erstmal auch verarbeitet werden und natürlich das Vierfach-Top, ja, oder ja, momentan haben wir eher noch eine Seitwärtsbewegung mit vierfachen Anschlägen. Nichtsdestotrotz haben wir das einfach vor der Brust. Wir gehen mal in den Tag rein, vielleicht gibt es da mehr Klarheit. Ganz interessant hier zu sehen, wie wir uns von einem Unsicherheitstag zum nächsten bewegen. Dann auch mit großen Kurslücken. Das heißt auf der einen Seite, dass die Marktteilnehmer ja, dass die Marktteilnehmer im Endeffekt nicht wirklich wissen, wo sie eigentlich hinwollen. Ja, es wird gekauft, sofort wieder verkauft und umgekehrt. Dann am nächsten Morgen geht es weiter, am nächsten Morgen geht es weiter, ohne dass da wirklich eine gewisse Nachhaltigkeit drin wäre. Ja, das heißt, wir haben hier ein Spiel von Überraschung und Reaktion. Und das ist im Regelfall nicht wirklich von Dauer, kann ja gar nicht von Dauer sein. Was wir eigentlich sehen wollen, sind lange Kerzen, ob nun rot oder grün, das haben wir dahingestellt, aber einfach wirklich konsequente Kerzen und davon ist hier nichts zu sehen. Wir sind auf Tageschartbasis schon aus dem überverkauften Bereich raus, wir kommen so langsam in den neutralen Bereich rein. Überkauft sind wir dann noch lange nicht, ja, ganz im Gegensatz zum Wochenchart. Und dementsprechend kann es schon noch so gehen, dass wir ein bisschen weiter nach oben laufen. Das wird dann eben auch hier gestürzt. Da kann auch mal eine Kurslücke dabei sein. Aber nochmal, ich wäre sehr, sehr skeptisch, sehr, sehr vorsichtig, hier wirklich auf eine nachhaltige Ausbruchsbewegung zu setzen. Da muss aus meiner Sicht noch ein bisschen mehr kommen. Und man darf sich auch nochmal mit diesem Bereich hier beschäftigen, der so im Bereich von rund 18.200 Punkten liegt, der bislang immer ganz gut gehalten hat, aber auch immer wieder angelaufen wurde. Und ich kann mir eben wirklich vorstellen, dass wir uns diesen Bereich nochmal dann von oben anschauen werden. Ja, damit gehen wir in die Schweiz. Was passiert hier? Im Endeffekt ein ähnliches Bild, wenn auch nicht so stark wie im DAX. Wir sind hier in der vergangenen Woche natürlich auch positiv gewesen, aber sehr verhalten positiv. Ja, also Euphorie sieht anders aus. Die Vorwoche mit der langen roten Kerze spricht nach wie vor eine deutliche Sprache. Und hier ist die Kuh noch lange nicht vom Eis. Also das bedeutet, dass tatsächlich, ja, es ist eine gewisse Achtungsstellung, die wir hier so haben. Ja, der Markt will nicht wirklich sofort runter, aber er will offensichtlich definitiv nicht wirklich kaufen. Und das mag vielerlei Gründe haben, die für uns jetzt hier aus charttechnischer Betrachtung ja weniger relevant sind, zugegebenermaßen. Aber es ist auf jeden Fall Grund genug, um vorsichtig zu sein. Ich kann mir vorstellen, dass auch der SMI noch ein Stück weit hochläuft, einfach weil es die Dynamik auch hergibt. Aber
Ich bin eher auch hier der Meinung, dass aus der Gesamtlage, ob das jetzt die Rezessionsängste sind, seitens USA, vielleicht aber auch Europa allgemein, Inflation, die ja doch irgendwie immer noch da ist, und dann auch der weiteren Frage, was passt eigentlich oder was passiert jetzt eigentlich in dem ganzen Bereich US-Wahlen? Hat das denn direkten Einfluss auf den SMI, auf die Schweiz? Ja, direkt natürlich nicht. Ja, es geht immer noch um die US-Präsidentschaft. Aber natürlich hat das Einfluss auf alle anderen Märkte und auf alle anderen Länder, Regionen, weil ja alles in irgendeinem Zusammenhang ist. Wir sind ja globalisiert, strukturiert und organisiert. Und das heißt, es hat natürlich alles irgendwie miteinander zu tun. Und aus meiner Sicht ist nach dem Fed-Event die US-Wahl, die Präsidentschaftswahl, das nächste große Ding, das gespielt wird, mit den entsprechenden Möglichkeiten, mit dem entsprechenden Überraschungspotenzial. Und wenn man so ein bisschen die Presse verfolgt, ja, da wird das Kamala Harris-Aktienszenario durchgespielt. Dann können Sie vielleicht in den kommenden 2 Wochen das Donald Trump-Aktienszenario sehen, nur um dann wieder das Kamala Harris-Aktienszenario durchzunehmen mit neuen Werten, mit neuen Was wäre wenn. Und darauf kann man sich eigentlich einstellen und das wird den Markt halt entsprechend hin und her schleudern. Und dementsprechend denke ich mir auch hier, dass wir uns in so einer seitlichen Bewegung Bewegung wiederfinden. Das Markt noch ein bisschen nach oben, ein bisschen nach unten laufen, aber im Großen und Ganzen sind wir hier wirklich neutral. Ja, das wäre aus meiner Sicht sehr, aber auch das Optimale, weil wir hier ja auch mit Abverkäufen durchaus immer wieder rechnen können. Das gilt nicht nur für den SMI, sondern auch für alle anderen Märkte. Und die braucht nun irgendwie auch gerade keiner. Und von daher wäre so eine Seitwärtsbewegung eigentlich tatsächlich das Wünschenswerteste. Und von dort aus kann man dann eben einfach sehen, wie der Markt sich entscheidet. Und idealerweise geht es nach der Seitwärtsbewegung weiter nach oben. Aber auch das gilt für alle Märkte, nicht nur für den SMI, sondern eben auch wirklich für alle anderen. Ja, aber durch die Seitwärtsbewegung müssen wir jetzt erstmal durch. Soweit zumindest die Idee, die ich grundsätzlich so habe. Dann schauen wir mal in den Nikkei. Der Nikkei läutet hier schon mal die kommende Woche ein. Ja, und Sie sehen im Endeffekt, die vergangene Woche endete mit einem Doji. Wir haben eigentlich eine Abwärtsbewegung, die korrigiert wurde, relativ stark auch hier fortgesetzt wurde. Aber dann ging es im Endeffekt in der vergangenen Woche so ein bisschen auf die Bremse. Die Idee war auch hier eigentlich, dass es noch weiter runter geht. Die ist auch noch lange nicht vom Tisch. Ja, so ein Doji kann in beide Richtungen aufgelöst werden. Das heißt, zu dem einen Szenario gesellt sich jetzt das andere, dass wir uns jetzt ein bisschen nach oben bewegen könnten, aber auch hier nicht unbedingt mit dem Potenzial der großen Euphorie, sondern eher auch unter dem Aspekt, dass wir hier im Endeffekt ja, uns wieder seitwärts bewegen und irgendwo zwischen den Widerständen bei rund 39.000 Punkten und dem Unterstützungsbereich, wenn auch nur ein kleinerer, bei rund 35.700, sagen wir rund 36.000 Punkten wiederfinden, da wo wir jetzt sind. Wenn es schlecht läuft für den Nikkei, dann geht es jetzt unterhalb des Dojis weiter in die Richtung von 33.800 Punkten, muss man mal schauen, um dann von dort aus wieder nach oben abzuprallen. Heißt also im Extrem 33.700 Punkte bis rund 39.000 Punkte. So in dem Dreh ist die maximale Range, die ich momentan so sehe, wobei ich das wahrscheinlichste Potenzial zwischen 33.800 und 39.000 Punkten sehe. Heißt also immer noch genug Bewegungspotenzial, Bewegungsspielraum, um den einen oder anderen Trade intraday abzusetzen oder kurzfristig abzusetzen. Da bietet sich zum Beispiel der Tageschart an. Ob man das natürlich dann tatsächlich macht, aufgrund der Handelszeit, ist noch eine andere Sache, aber ich denke, es ist trotzdem immer ganz interessant so zu sehen, wie gehen die Weltmärkte eben letzten Endes momentan mit den ganzen Daten um. Ja, und sicherlich interessant und am interessantesten für den Gesamtmarkt, für die Weltmärkte in dem Sinne, ist der S&P 500, bekanntermaßen der Leitindex für alle. Und der S&P 500 hat eigentlich hier gezeigt, was eine Hake ist und hat auch direkt meine Prognose oder meine Idee hier direkt ausgehebelt. Ja, was ist hier passiert? Wir sind im Endeffekt in der letzten Woche mit einem schönen Verkaufssignal fast schon, auch hier eigentlich mit so einer Art Doppeltop, ne, tieferes Hoch, haben eigentlich so den Weg eingeschlagen in Richtung der 5.200 Punkte, in Richtung der 200-Tage-Linie. So, was ist jetzt passiert?
Jetzt wurde hier dieses, wenn man es als Verkaufssignal sehen wollte, wurde nicht ausgelöst, das Ziel wurde nicht unterschritten und stattdessen ging es hier massiv nach oben in der vergangenen Woche. Ja, schönen Gruß auch hier von den Freunden der Zinssenkung. Es ist relativ greifbar, dass wir hier jetzt den Weg nach oben auf das nächste Allzeithoch machen können. Hochwahrscheinlich ist es aus meiner Sicht, einfach weil mit der Zinsentscheidung dann einfach die Fakten auch da sind. Es ist aber auch hier zur Vorsicht zu mahnen, weil eben einfach, wenn die Information da ist, wenn die News kommen, die Fantasie raus ist. Die nächste Fantasie, die dann kommt, neben der Präsidentschaftswahl, ist dann einfach die nächste Zinssenkung. So, und dann ist die Frage, glaubt der Markt daran? Was steht dann zwischen den Zeilen? Was kommt auch bei der Pressekonferenz rüber? Dann darf man dann auf die Veröffentlichung der kommenden Minutes gespannt sein. Und solange hier nicht Klarheit herrscht, kann ich mir eben vorstellen, dass es erstmal wieder runtergeht. Ja, das Allzeithoch kann man durchaus mit beachten. Aber ich sehe hier eher das Potenzial, dass wir das ein bisschen runterlaufen, nicht allzu stark, aber dass wir uns dann eben mit so einem Fehlausbruch nach oben einfach wieder so in den Bereich bewegen, in dem wir uns schon seit geraumer Zeit halt auch festgefressen haben, dass wir sozusagen, ja, Sie kennen es von so einem Getriebe, so bis dann eben wirklich nochmal mehr Klarheit reinkommt. Und wie gesagt, die Gemengelage, Präsidentschaftswahl, dann eben neue Fed-Entscheidung, Zinsentscheidung, die wiederum ansteht, das zusammengenommen sollte eigentlich eher erstmal für etwas mehr unsicherheitsbeladene Seitwärtsbewegung sprechen. Schneller Blick in den Tageschart. Ja, hier kann man natürlich immer wieder was draus machen. Dann vom Freitag auf den Montag wurde das Piercing Pattern gebildet und das Tief damit markiert. Das wurde dann auch nochmal, ja, gechallenged sozusagen, ja, nochmal herausgefordert. Ja, wenn man hier einsteigt und dann sich sofort erstmal wieder unten sieht, ja, dann wird man natürlich schon auf die Probe gestellt. Aber Sie sehen es auch hier, wenn man es durchhält, dann wird man halt auch entsprechend belohnt. Und aus meiner Sicht, wie gesagt, der Bereich von rund 5670, so 5700 Punkten, da dürfte überschritten werden. Auch das Allzeithoch dürfte überschritten werden. Dann darf man, wenn man hier noch drin ist, durchaus über eine Gewinnmitnahme nachdenken, um sich dann darauf vorzubereiten, dass der Markt halt danach wieder fällt. Ja, damit sind wir in der Nasdaq und die Nasdaq genauso, im Endeffekt identisch wie der S&P 500 und damit auch identisch meine Prognoseidee hinfällig. Und auch hier muss man sagen, ja, wackelt wie ein Lämmerschwanz, mal nach links, mal nach rechts. Und dementsprechend auch die Meinung. So, auch hier gleiche Idee, es mag jetzt nochmal hochgehen. Ob es tatsächlich für ein Allzeithoch reicht in der Nasdaq. Ich zeige es mal mit ein. Ich bin skeptisch, weil Tech, naja, so richtig aus den Gängen zuletzt noch nicht gekommen ist. Ja, die letzte Woche war wirklich positiv. Auch Nvidia hat sich wieder deutlich erholt. Ja, hat ja schon auch ordentlich was auf die Finger bekommen, muss man auch dazu sagen. Aber Nvidia, natürlich ist es jetzt nicht der Weltuntergang, wenn Nvidia mal korrigiert. Aber ich fand es auch trotzdem schon beachtenswert, dass es dann noch relativ rapide noch doch recht stark nach unten ging. Er hat es ja auch mal so angedeutet. Aber es ging natürlich jetzt auch genauso schnell wieder nach oben und das ist natürlich dann immer wieder ein Zeichen, dass dann doch am Ende viele interessiert sind, halt dann damit einzusteigen. Auch hier sehe ich die Nasdaq eher ein bisschen seitwärts laufen. Wie gesagt, ob es jetzt für ein Allzeithoch oder das neue Allzeithoch reicht, das werden wir sehen, aber im Großen und Ganzen sollte das jetzt nicht der ausschlaggebende Faktor sein. Das mag jetzt so ein bisschen hochlaufen, um dann wieder nach unten zu korrigieren, um dann wieder nach oben zu laufen. Also gleiche Situation, gleiche Geschichte. Nicht nur wie im S&P 500, der das ja am ehesten mit abbildet, sondern auch wie in all den anderen Märkten, dass wir hier im Endeffekt wirklich, ja, so ein bisschen Zeit brauchen, um die Information zu verarbeiten, eine neue Spekulation auch aufzubauen und eine neue Story zu spielen. Ganz interessant auch hier die Idee der 200-Tage-Linie, die hier zum Tragen kommt, die ich hier mit eingezeichnet habe. Sie sehen es ja, hier, One Day, ja, auf den 200 Tage, auf den Tageskurs. Und da sind wir genau abgeprallt. Und zwar immer wieder. Man kann man sich auch gerne mal mit anschauen. Hat offensichtlich eine gewisse Bewandtnis. Und kann offensichtlich auch ganz interessant sein dann für Signale. Unter dem Aspekt wäre das jetzt hier sowas wie ein Piercing Pattern, aber auch nicht wirklich, weil wir keine wirklich trendige Bewegung haben, ne? Sondern damit ist eigentlich eher eine Seitwärtsbewegung, geht rauf, geht runter, geht rauf und ja, damit eigentlich nicht wirklich ein Signal, aber ich glaube, Sie können schon ganz gut hier so mitverfolgen. Ja, der letzte Index, der Dow Jones, ist ähnlich stark auf einem viel höheren Niveau als die Nasdaq. Sie sehen, wir sind ja hier wirklich
am Allzeithoch praktisch schon wieder dran. Da fehlt ja nicht mehr so wahnsinnig viel. Dementsprechend nehme ich auch hier mal meine Zeichnung raus. Ja, also die US-Märkte haben wir dann wirklich die Analyse verhagelt sozusagen. Also wir sind eigentlich schon über das Allzeithoch raus. Ich gebe dem Dow Jones auch das größte Potenzial, momentan wirklich drüber hinaus zu schießen mit der Fed-Entscheidung. Aber die Frage der Nachhaltigkeit stelle ich auch hier mal in den Raum. Es muss jetzt nicht wirklich gravierend nach unten wieder laufen. Ja? Also eine Seitwärtsbewegung auf einem etwas leicht erhöhten Niveau kann ich mir durchaus vorstellen. Das wäre so eine Möglichkeit, um den Dow Jones ein bisschen, sag mal, eine Sonderstellung zu geben. Aber im Großen und Ganzen sehe ich auch hier eher die Seitwärtsbewegung anstatt eben wirklich eine nachhaltige Rallye. Auch wenn, sehen wir hier eigentlich am wenigsten seitwärts laufen. Die haben wir eigentlich schon hinter uns für die Seitwärtsbewegung. Wir sind immer auf höherem Niveau. Und deshalb kann ich mir erstmal vorstellen, so ein bisschen weiterlaufen, um aber dann natürlich mit der Grundidee auch da weiter nach oben zu gehen und den klassischen Industriewerten, aber auch ja, so einer, ein bisschen Tech ist da ja auch mit drin, davon auch nicht vergessen, klassischer Tech, um auch dem halt dann entsprechend gerecht zu werden, weil die natürlich dann auch ein bisschen mitziehen und die Mischung dann aus meiner Sicht sicherlich ganz interessant ist, um hier ja, die Märkte weiter voranzuziehen. Damit gehen wir in die Einzelwerte rein und ich habe Ihnen mal Google mitgebracht, früher Google, heute Alphabet. Und bei Alphabet ergibt sich eine ganz interessante Konstellation. Na, oh, guck mal, hier war mal schon eine Analyse, eine Idee, ja, dass es hier ja, eigentlich nochmal weiter nach oben läuft und ja, korrigiert weiter nach oben läuft. Die Korrektur kam auch ein bisschen kräftiger, aber der Move nach oben kam dann auch. Also da kann man sich auch mal so mit anschauen, was man damals so gesagt hat. Was sehen wir jetzt aktuell? Wir sind am Unterstützungsbereich bei rund $150, der offensichtlich eine gewisse Bewandtnis hat. Ja, da kommt man immer gerne mal zurück, um jetzt auch in Verbindung mit dem gleitenden Durchschnitt 200 auf Tagesbasis ein Harami auszubilden. Jetzt ist die Frage, ist ein Bullish oder ein Bearish Harami? Wir sind grundsätzlich im Aufwärtstrend, ja, relativ leicht zu erkennen, aber wir haben hier eine Korrektur, die, wenn man ganz streng ist, über tieferes Hoch und tieferes Tief eigentlich schon, ja, wenn man hier so will, eine ABC macht oder eben einfach, ja, eine Flanke ist es nicht, aber hier hat sich schon mal auskorrigiert und auf dem Weg ist, eine Trendwende einzuleiten, auch wenn ich das jetzt nicht wirklich annehme. Die Idee ist hier vielmehr, und das ist das Gute an so einem Harami, man kann sich hier positionieren, man kann entsprechend seine Szenarien festlegen und kann dann eben sagen, gut, wenn der Markt über das Hoch läuft, dann lasse ich mich einstoppen. Und das ist die Grundidee, ja, dass man dann Trendfolge mit dabei ist. Wenn der Markt dann darunter läuft, jetzt hat natürlich hier dieser kleine Spike, ja, das nach unten gezogen. Wenn der Markt darunter läuft, dann ist das Potenzial eher da, dass es runtergeht. Wobei ich der Long-Variante größere Chancen momentan einräume, passt dann auch wiederum gut zur, ja, zu den Szenarien in den drei Indizes, ja, wo im Endeffekt ein bisschen Raum nach oben ist. Und da dürfte halt so ein Move durchaus drin sein, aber eben auch mit dem Aspekt, dass man dann halt irgendwann auch die Gewinne wieder mitnimmt, sofern sie eintreten. Ja, deshalb Risikomanagement natürlich wichtig, aber auch Money Management im Sinne von Profit Taking auch ganz, ganz, ganz wichtig. Also, das ist so das Szenario, das ich für eine Alphabet hier entsprechend sehe, auch aus guten Voraussetzungen heraus, auch hier im überkauften, überverkauften Bereich. Also sollte alles ganz gut hier zusammenkommen. Wenn man sich dann einstoppen lässt, entscheidet auch der Markt, ob es tatsächlich so weit kommt oder eben nicht und die Absicherung dann eben unter dem Tief der Gesamtformation beziehungsweise dann halt der Take Profit bei irgendwas bei $190, vielleicht ein bisschen drüber, je nachdem, wie stark die Dynamik ist. Dann habe ich Ihnen nochmal was mitgebracht, was wir eigentlich schon kennen, nämlich Visa. Bin ja schon vor einiger Zeit, oder vor relativ kürzlich, auf Visa zu sprechen gekommen, mit der Idee, dass wir hier so eine Flagge haben, die nach oben ausbricht, korrigiert, um dann weiter nach oben zu laufen. Und so kann es dann eben auch mal kommen, wenn man jetzt auf die Korrektur wartet, ist der Kurs weg. Das passiert natürlich auch. Jetzt ist die Frage, wenn ich dann so eine Situation habe, kann ich da nochmal irgendwo rein? Ja, also Visa steht jetzt kurz vor dem Ausbruch durch das Allzeithoch bei 290,96, also rund $291. Und es sieht auch danach aus, als ob es eben tatsächlich dahin geht.
Es gibt natürlich zwei Szenarien. Das eine Szenario ist, dass es hier durchbricht und direkt so weiterläuft. Das können wir uns natürlich vorstellen. Da braucht der Markt schon entsprechend Power und da gehört auch viel Fantasie dazu, wirklich den Preis da durchzutreiben, ohne dass es zu einer Korrektur kommt. Ich kann mir aber vorstellen, dass es ein bisschen darüber läuft, um dann zu korrigieren, um dann vielleicht im Bereich von 282 Dollar, ja, 280 Dollar knapp, idealerweise anzuhalten. Ja, da haben wir so einen kleinen Unterstützungsbereich, um dann von dort wieder nach oben zu drehen. Und das wäre so eine Möglichkeit, um hier halt nochmal auf die weitere Bewegung nach oben zu spekulieren. Denn grundsätzlich betrachtet, so Kreditkartenanbieter, und hat Visa sich ja immer bewährt, wenn man mal auf den Monatschart schaut, bleiben da nicht so wahnsinnig viele Fragen offen. Ja, also wenn man da so einen einigermaßen günstigen Einstieg bekommt, könnte das eine gute, interessante Gelegenheit sein. Mit einem vernünftigen Risikomanagement ist das sicherlich interessant, mal dann weiter zu verfolgen und zu betrachten, um eben Visa auf weitere Höhen zu begleiten. Alternativ, und das halte ich jetzt für aber weniger wahrscheinlich, geht es tatsächlich nochmal so runter in den 200er Bereich, 270 Dollar, ja, oder so in dem Bereich, wo wir halt dann diese Flagge weitersetzen könnten, heißt also irgendwo hier so bei, naja, sagen wir mal 250, 55, 60 Dollar. Aber das offen gesagt halte ich für abwegig, weil da wirklich schon ja auch dem Unternehmen ein gewaltiger Strich durch die Rechnung gemacht werden müsste, um so eine Bewegung dann zu rechtfertigen. Heißt also, das Beste oder die beste Idee dazu liegt halt der Pullback auf rund 280 Dollar, um sich von dort aus zu positionieren. Ja, zu guter Letzt gehen wir nochmal auf Apple, natürlich wie immer. Und Apple zeigt sich, ja, verhältnismäßig stark tatsächlich. Auch wenn die anderen Indizes oder die Indizes und viele andere Werte im Endeffekt stark korrigiert haben und dann auch wieder stark zurückzulaufen, war es bei Apple eher moderat. Also eine moderate Korrektur in der vorvergangenen Woche, die vergangene Woche war ja auch eher moderat. Man bewegt sich so auf dem Niveau von rund 221, 220, 22 Dollar. Und die Idee, die einem hier im Endeffekt am ehesten ins Auge fällt, ist, dass es durchaus nochmal jetzt nach oben laufen dürfte. Vielleicht mit Schwung. Und es wird vielleicht tatsächlich auch den Sprung über die 237 bis sogar 240 Dollar machen. Ich wäre jetzt aber auch vorsichtig mit zu viel Euphorie. Ich kann mir bei Apple genauso wie im Endeffekt auch in den Indizes am ehesten jetzt vorstellen, dass wir nochmal seitwärts laufen und idealerweise oberhalb von rund 222 Dollar auch bleiben. Jetzt gab es die Präsentation der neuen Produkte. Wir reden über das neue iPhone 16 und alle die damit verbundenen Varianten. Wir reden über eine leichte Verbesserung bei den AirPods und die AirPods 4 dann dementsprechend. Ob das jetzt natürlich der große Wurf ist, um die Umsätze nochmal wirklich zu beflügeln und Apple auf neue Höhen zu treiben, weil ja nachhaltig, sei mal dahingestellt. Aber natürlich sind die Produkte jetzt auch nicht so, dass der Markt völlig enttäuscht wäre. Es läuft so im Normalbereich, würde ich mal am ehesten dazu so formulieren. Und damit hat Apple eben auch die Möglichkeit, nach so einer gewissen Beruhigung halt über auch die großen Makrodaten mitzuschwimmen und im Endeffekt sich dann halt auch aus der Seitwärtsbewegung zu befreien, wenn sich alle, mehr oder weniger alle daraus befreien und dementsprechend auch weiter im Strom der Großen mitzuschwimmen. Das ist im Endeffekt so die Idee, die ich hierzu am ehesten habe. Wie gesagt, die Seitwärtsbewegung ist grundsätzlich für mich zu präferieren. Ich lasse mich da natürlich aber auch gerne eines Besseren belehren, denn am Ende, und das muss man auch mal sagen, der Analyse geht ja immer nur über die Daten, die vorliegen und hier die charttechnische entsprechend darüber, was der Markt aktuell eben auch macht, was sich daraus auch ableiten lässt. Es stehen wichtige Daten im Haus, ins Haus einmal die FED-Sitzung, die Zinsentscheidung, Präsidentschaftswahl in den USA und die kommende darauf folgende dann auf die nächste FED-Entscheidung. Ja, die steht natürlich auch dann wieder im Raum. Das heißt also für den Markt Grund genug, viel zu spekulieren, aber auch im Endeffekt hin und her zu springen und dementsprechend auch viel, viel Unsicherheit auch für den Privatanleger mitzubringen. Dementsprechend Risikomanagement, auch mal Gewinne mitzunehmen, ist aus meiner Sicht durchaus angebracht, das auch verstärkt auch mit zu berücksichtigen. Und einfach sich hier nicht wirklich mitziehen zu lassen, wenn es in die eine wie in die andere Richtung ballert, weil, wie gesagt, aus meiner Sicht ist jeder der beiden Bewegungen im Endeffekt ein Ende gesetzt, einfach weil die Volatilität da ist, weil die Unsicherheit da ist, weil auf diese Ergebnisse eben oder auf diese Events hin spekuliert wird.
Und da muss man eben ein bisschen aufpassen. Dementsprechend, wenn dir das Ganze gefällt, geben Sie gerne ein Like. Ich freue mich aber auch Ihre Kommentare. Wie sehen Sie die ganze Geschichte? Und wenn Sie mögen, dann hören und sehen wir uns wieder dann am Donnerstag mit Fast and Forex. Und bis dahin erstmal alles Gute, Ihr Wieland Alt.